Alpha, Delta, Null, Delta, irgendwas machen. Ja, Helmut wollte auch gestern mal treffen hier oben bei uns von der Interessengemeinschaft. Er ist allerdings leider unbeabsichtigt etwas aus Abwesen, hat mir nicht mehr geschickt, was ich noch machen kann. Da ich ohne ihn gestern zu treffen, hier aber auch noch im Wohnungsträger aufgebaut bin, bin ich heute Morgen auch vor Ort und wäre natürlich gerne für euch in Deutschland und Niedersachsen und schon übertragen. Ja, soweit dazu. Übrigens sehr, sehr interessant heute Morgen mal zu hören, was ihr so alles gemacht habt. Da kann ich bei weitem nicht mithalten. Zum Thema Schmieden vielleicht noch eine Kleinigkeit. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht in meinem Berufsausbildungsjahr IG Metall. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich das dann wieder irgendwann mal angepasst, nach Mangelung der Möglichkeiten. So, ja, wer ist wieder dran? Das weiß ich auch nicht. Ich denke mal, den Überblick hat bestimmt Johnny. Deshalb vielleicht mal ein DJ8MR. Johnny, bitteschön. Hier ist Delta Nummer 0, Delta November. Ja, schönen guten Morgen, alle dazugekommenen. Hier ist DJ8MR. Ich will es nicht so lange machen, aber einen Satz will ich noch loswerden. Die Kaltschmiede und die Pappen, die hat der Teufel erschaffen. Das hat der Schmied gesagt bei Eifeler Eisenwerke, wo ich 10 Tage oder 14 Tage auch mal rein musste in die Schmiede, um zu lernen, wie man so den Ringgrund kriegt und so weiter und so weiter. Mit die Kaltschmiede und die Pappen, die hat der Teufel erschaffen. So, das wollte ich so loswerden. Aber ich glaube, wir sollten nicht mehr groß in die Runde. Na gut, ganz kurz nochmal zur Verteilung. Wer möchte sich denn noch verabschieden, bevor Peter anfängt? Wenn das so viele Länder hier haben, ich bin alleine, dann haben viele ich habe viel Spaß gehabt in der netten Runde. Freue mich, euch dann wieder am nächsten Sonntag bei bester Gesundheit hier auf dieser Tour zu hören. Und ich sitze halt nicht so froh nochmal für den Winter hier, dass wir so immer so schön aufrichtig hält. Ja, hier sehe ich hier vor euch, ich will mir auch mal abgeben. Ja, wir haben noch ganz großen Wind. Das wird hier rein zu gehen. Ja, Peter, nimm du mal das Mic, bevor da wieder einer krakelt von woanders her. Welchen Peter meinst du jetzt schon? Den Peter, der den Rundbruch macht, den 0 Delta November, Mitglied vom Opa, also. Ja, Roger, aber ich hätte Würzburg, glaube ich, noch einen anderen Betrieb gehabt. Ja, jetzt ist halt mal 0 Delta November, für die 29. Kalenderwoche 2020, der Sendetermin 16. Juli. In dieser Sendung haben wir Meldungen zu folgenden Themen im Programm. BA0HQ bringt 22.000 UFOs ins Log. Dann wurde eine Amateurfunkstatistik für Brasilien veröffentlicht. Die Amsat CL reicht einen Vorschlag für ein Mondlandegerät bei der ESA ein. Dann ist derzeit Halbzeit bei der Funkaktivität zu 70 Jahre DRRT. Der 50. Dortmunder Amateurfunkmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Dann haben wir aktuelle Konteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch Delta Alpha 0 Hotel Quebec.
DA0HQ bringt 25.000 USO ins Land. In der IARU-Kurzwellen-Weltmeisterschaft verzeichnet das Team von DA0HQ 25.000 USO im Log. Die guten Bedingungen auf den High Bands waren daran nicht ganz unbeteiligt. Die Weltmeisterschaft unter DA0HQ wurde an 11 verschiedenen Standorten in Deutschland abgesichert. Zürichs Teamleader Ben Wieske, Delta Lima und Alpha-Tango und Titan. Trotz Einschränkungen durch Corona war es wieder ein gelungener Konzert. Er bedankt sich im Namen des gesamten HQ-Teams. Im Namen des DARC und des Referates Contest bedankt sich das Team von DA0HQ bei allen Lernen, UN, Danke und ABDA bis zum 10. und 11. Juli 2021. Amateurfunkstatistik für Brasilien veröffentlicht. Brasiliens nationale Amateurfunkvereinigung LABRE hat einen Bericht von Ricardo Benedito, Papa-Uniform 2, Romeo Kilo Alpha, mit Daten zur Anzahl der Funkamateure im Land. Die Informationen beruhen wiederum auf den Daten der brasilianischen Behörde Anatel. Bei einer Bevölkerung von 212 Millionen Menschen gab es im Jahr 2019 39.539 Funkamateure im Land, davon 36.919 Männer und 2.680 Frauen. Darüber berichtet das Physische Nachrichtenportal. Die Amsat Deutschland reicht einen Vorschlag für ein Mondlandegerät bei der ESA ein. Die Amsat DL hat bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA einen umfassenden Vorschlag für deren Lunar Amateur Radio Transponder, kurz LUN-ARP, vorgelegt. Dieser ist als Teil des Lunar Lander gedacht. Dabei handelt es sich um eine Kommunikationsplattform auf dem großen europäischen Lander zur Unterstützung von Kommunikations- und Nutzlastexperimenten. Peter Gülso, Delta Bravo 2 Amsat Sierra und Matthias Bob, Delta Delta 1 Uniform Sierra von der Amsat CL erklären, dass ein LUN-ARC die direkte Kommunikation mit der Erde über Amateurfunk unterstützen könne. Weiterhin würden Nutzlasten von Universitäten und Studenten unterstützt und ihnen direkten Zugang zu ihren Experimenten bieten. Zudem würde die Reichweite der Funkwissenschaft erweitert. Das System böte Kapazitäten für die Reservekommunikation bei einem Notfall oder wenn das ESA-Netz ausgelastet ist. In Analogie zu QO100 würde die Funkplattform mit einem Uplink auf 2,4 GHz und einem Downlink auf 10,45 GHz arbeiten. Die Plattform würde auch einen VHF-UHF-Transponder umfassen. Die Amsat DL würde die erforderliche Hard- und Software entwickeln, bauen und die Bodenstation über den 20-Meter-Flügel im Amsat DL-Hauptquartier in Bochum unterstützen. Dieser Transponder wäre auch eine ideale Plattform für die Entwicklung neuer Übertragungsschemata mit neuartigen Modulations- und Codierungstechniken, die für die Fernkommunikation mit entsprechend hoher Latenz, also langen Verzögerungszeiten, optimiert sind, so die Amsat Deutschland. Der Amsat-Vorschlag ist auf der ESA-Webseite abrufbar und wird nun evaluiert. Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal Southgate. Halbzeit bei der Funkaktivität zu 70 Jahre DARC. Bei der Funkaktivität anlässlich 70 Jahre DARC ist die Halbzeit erreicht. Jeder Distrikt war bislang je einmal mit Delta Papa 70 DARC bzw. Delta Papa 70 DARC aktiv. Insgesamt wurden 95.176 Verbindungen ins Log geschrieben. Während bereits die zweite Halbzeit läuft, hier die Ergebnisse von Winter. Auf dem ersten Platz der Distrikt Brandenburg mit 6.353 QSOs, gefolgt von Hessen mit 5.750 und auf Rang 3 Sachsen mit 5.036 Verbindungen. Ein Dankeschön an alle Mitfunker und Organisatoren in den Distrikten, erklärt der DARC-Referent für BX, Enrico Stumpf-Biering, DLV-VSR. Die aktuelle Statistik kann jederzeit über die DARC-Webseite mitverfolgt werden. Darüber berichtet OM Rick, Delta Lima 2, Victor Foxtrot Romeo. Der 50. Dortmunder Amateurfunkmarkt findet nicht statt. Der für den 28. November 2020 geplante 50. Dortmunder Amateurfunkmarkt muss in diesem Jahr ausfallen.
Nach reiflicher Überlegung und Abwägung verschiedener Szenarien hat sich das Team vom Dortmunder Amateurfunktreffen, kurz DAT TV, mit großem Bedauern zu diesem Schritt entschlossen. Zum einen ist die Situation um das Corona-Virus am Veranstaltungstag aktuell nicht einschätzbar. Zum anderen liegt uns das Wohl der Besucher, der Aussteller und das Team sehr am Herzen. Aus den vorgenannten Gründen wollen wir für alle zu erwartenden 2500 Beteiligten kein unnötiges Risiko eingehen und hoffen auf allgemeines Verständnis für diese auch für uns traurige Entscheidung. Der 50. Dortmunder Amateurfunkmarkt wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen, er wird nur verschoben. Der neue Termin ist für den November 2021 geplant. Die Verträge sind in Vorbereitung. Sobald der endgültige Termin feststeht, wird er auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben. Wir hoffen, dann alle Besucher und Aussteller wieder gesund begrüßen zu können. Darüber aktuelle Konzepte am nächsten Wochenende, 25. 26. Juli, da werden weltweit die Inseln aktiviert beim RSCB IOTA Konzept. Dann läuft am Samstag, den 1. August, der European HF Championship. Das Wochenende 1. bis 2. August, da finden statt der DARC UKW Sommerfield Day und der Bayerische Bergtag. Und dann haben wir noch am 2. August den Alpen Adria Contest. Die Ausschreibungen dazu finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termin-Tabelle in der CQGL Ausgabe 7 2020 auf Seite 66 und in der August-Ausgabe 8 2020 ebenfalls auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 14. Juli, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 17. bis zum 13. Juli. Die überraschend guten Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern am vergangenen Wochenende zum IARU-Contest haben gezeigt, dass Funkwetterprognosen basierend auf Fluxwerten, Sonnenfleckenzahlen und geomagnetischer Feldaktivität für Kurzzeitvorhersagen untauglich sind. Sie charakterisieren nur den zu erwartenden statischen Zustand der Ionosphäre. In der letzten Woche lagen die Fluxwerte bei 68 Einheiten. Am 10. Juli war kurzzeitig ein Sonnenfleck zu sehen. Das Erdmagnetfeld war fast immer ungestört. In der Nacht vom 14. Juli begann eine erwartete Störung mit K gleich 4, die wahrscheinlich nur kurzzeitig sein wird. Ursache war ein koronaler Masseausbruch und davon auch nur ein Filament am 9. Juli. Die sporadische Wehschicht war täglich existent. Am Nachmittag des 11. Juli war für mehrere Stunden das 10-Meter-Band bis zur Westküste der USA. In den Misttageskurven für die S-Fotschicht einiger Observatorien findet man sporadisch auftretende Wuchsspitzen. Wenn man zufälligerweise ein Gebiet mit viel höherer S-2-Grenzfrequenz erwischt, sind weite Gewichtsverbindungen auch auf den erklärbar. Das sehr ruhige Würmer. Welt ermöglicht für Gewichtsverbindungen über die Polargebiete. Es gab im Contest am letzten Wochenende wieder 6 Band-UFO mit einzelnen US-Stationen von 160 bis 10 Meter. Das ist ein gutes Zeichen für den ersehnten Start des 25. Sonnenfleckenzyklus. Vorhersage bis zum 21. Juli. Die Aktivität der Sonne bleibt im Fenster. Wir erwarten Fluxwerte um die 68 Einheiten und ein meist ruhiges geomagnetisches Feld. Ab dem 15. Juli steigt langsam die Meteoraktivität der diesjährigen Perseiden. Die sporadische Wehschicht erscheint wahrscheinlich wirklich. Sie wird durch Eisenmeteore begünstigt. Es lohnt sich, bei dem meist ungestörten Erdmagnetfeld alle Kurzwellenbänder zu beobachten. Und hier noch die Orientierungszeit für Greyline, die aktuelle Zeit mit GTC, Sonnenaufgang in Neuseeland bis um 19.30 Uhr, in Ostaustralien um 21.35 Uhr, in Westaustralien um 23.40 Uhr. In Singapur, da sind die Sonne auch um 23.04 Uhr Weltzeit, in Japan um 19.36 Uhr, auf Hawaii um 17.58 Uhr. In Anchorage, in Alaska, dort geht die Sonne auf um 12.50 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 4.54 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien, dort geht die Sonne um genau 13 Uhr UTC auf. Auf den Falklandinseln um 11.56 Uhr. Und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 3 Uhr und 2 Minuten Weltzeit.
Sonnenuntergang, USA Ostküste 0.25 Uhr, USA Westküste 3.31 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.37 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 20.11 Uhr, Hawaii um 5.16 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 7.13 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 15.33 Uhr, in Neuseeland um 5.23 Uhr und in Berlin in Deutschland verkündet die Sonne um 19.21 Uhr UTC in Berlin. Das war der DAR für Deutschland und Spruch für diese Woche. Die Redaktion hatte auch diesmal wieder Stefan Hübler, CH5ZL vom Amateurfunkmagazin CQGL. Haben Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch? Tipps, Beiträge, Infos, Hinweise vom bundesweiten Interesse? Sehr schön, dann schicken Sie Ihre Texte gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQGL sowie per E-Mail. Bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC, im Hemnet unter db0hq.ampr.org sowie per E-Mail-Abonnement über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer mit der Postleitzahl. Vielen Dank fürs Zuhören. ADDH bis zur nächsten Woche. Sie hören den Rundspruch des Distriktes Niedersachsen. Heute die Nummer 29 ab 16. Juli 2020. Neue Corona-Verordnung ermöglicht UV-Handel. Seit Montag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Veröffentlicht im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt 26 aus 2020. Vom 10.06.2020. Im sechsten Teil Kultur und Freizeit wird in § 24 Absatz 3 ausgeführt, dass Vereine, Sitzungen und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen durchführen dürfen, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Des Weiteren sind bei solchen Veranstaltungen natürlich die Kontaktdaten der betroffenen Personen aufzunehmen. Aber dieses sollte ja in DRRP sowieso erfolgen, damit der Versicherungsschutz gewährleistet ist. Allerdings gab es auch vom DRC-Vorstand eine Anweisung vom März, dass Treffen nicht durchgeführt werden darf. Auf Rückfrage beim DRC-Vorstand wurde mitgeteilt, dass dieser Beschluss um die Aussage erweitert wurde, dass entsprechende Landesverordnungen zu beachten sind. Damit steht den monatlichen OV-Abenden im Distrikt Hotel nichts mehr entgegen. 73 Oliver, Delta Hotel 8, Oscar Hotel und Carsten. Delta Charlie 7 Oscar Sierra für den Distriktvorstand. Delta Papa 70 DARC im Distrikt Niedersachsen. Die dritte Runde mit einem Jubiläumscall zum 70. Geburtstag des DARC steht bevor. Nach wie vor ist das Call auf den Bändern gefragt und es sind viele Kurzos möglich. Vom 10. bis 16. August ist das Jubiläumscall Delta Papa 70 DARC zum zweiten Mal im Distrikt Niedersachsen. Wer das Call aktivieren möchte, meldet sich bitte mit dem gewünschten Datum, Uhrzeit und beabsichtigt Boot bei Delta Foxtrot 9 Oster-Oster. Die freien Termine findet man im Aktivitätsplaner auf der DRC-Seite. Auch die Nachtzeiten können kurzfristig separat gebucht werden. Die Tage mit der Zuordnung WX können ebenfalls gebucht werden. Dazu wendet man sich an das DX-Referat des DARC. Die Koordination macht Delta 2 Victor von Trotz Romeo. Bildwoche bei Hotel 20 als interne Veranstaltung. Das ist unser jährliches Zeltlager. Hier fühlt sich jeder mit ein bisschen Abenteuergeist wohl. Die Zelte sind im Nu aufgebaut, die Antennen hochgezogen und es wird mal so richtig Betrieb gemacht. Es wird das UKW und das Kurzwellenzelt aufgebaut, mit Leuten gequatscht, digitale Datenübertragung mittels SP8, PSK 31 betrieben und der alte Funkfernschreiber, dicker Text um die ganze Welt, in Amsterdam. Unter dem Motto Funken und Technik basteln unter freiem Himmel
Dennoch dieses Jahr vom 7.8. bis 16.8.2020 neben Ausbildung, Funkbetrieb natürlich wieder einige Bastelprojekte, mehrere Fuchsjagden und viele spontane Aktionen auf dem Programm. Mit zwei Masten, mehreren Portabelstationen, 5 kW-Generator, 1000 Liter Wassertank, Grill, Kühlschrank und Digby-Toilette sind wir wieder best für eine Woche Überleben in der Natur gerüstet. Mitmachen können alle Jugendlichen und junggebliebenen UMs und VLs. Es gibt keine Anmeldegebühr, da Verpflegung und so weiter im nahegelegenen Supermarkt selbst eingekauft wird. Anreise ist mit Auto, Wohnmobil oder Bahn möglich. Wegen der aktuellen Corona-Vorkehrungen und um eine Abschätzung bezüglich Verpflegung, WC etc. zu treffen, haben wir in diesem Jahr eine Online-Anmeldung geschaltet. Die Einhaltung der einschlägigen und aktuellen Corona-Auflagen ist verpflichtend. Ebenso eine vorherige Anmeldung unter www.dl0ce.de/index.bhp/aktivitäten/spielregel. Am Samstag, 29. August, ist es wieder soweit. Zusammen mit den Distrikten Hotel, Whisky und Sierra, veranstalten wir wieder den ASB-Contest. Die Zeiten, wie Sie sehen, 6 Uhr bis 6.59 Uhr, 80 Meter SSB. 7 Uhr bis 7.59 Uhr, 80 Meter BD. 8 Uhr bis 8.59 Uhr, 10 Meter SSB. 9 Uhr bis 9.59 Uhr, 10 Meter CB. 12 Uhr bis 13 Uhr, 59, 2 Meter. 15 Uhr bis 14 Uhr, 59, 16 Meter. Sicherlich werden auch wieder viele Sondergeokarten zu ihrem Satz. Ausgetauscht werden sofort Telefonnummer und Geokarten. Natürlich gibt es wieder eine UV- und eine Operator-Auswertung. Die genaue Ausschreibung findet man auf unserer Seite im Internet. Die Auswertung macht dieses Jahr wieder Karsten Radbahn, Delta Lima 2 Alpha Bravo Mike. Log bitte an die E-Mail-Adresse gl2abm@drc.de. Das war der Niedersachsen-Rundspruch für diese Woche. Weitere Informationen gibt es auf unserer Internetseite drc.de/a. Hier kann dieser Rundspruch auch nachgelesen und angehört werden. Alles, was in der Region interessant sein könnte, bitte an Delta Foxtrot 9 Oscar Oscar senden. Der Redaktionsschluss ist immer Donnerstag um 18 Uhr. Unser Rundspruch lebt von euren Meldungen. E-Mail zu Rundspruch dl0dn@drc.de. Für das Master und Info cs9oo@drc.de. 73 Helmut, Delta Foxtrot 9, Oscar, Oscar. Jawohl. Morgen wird die Marke vom Helmut, Delta Golf, Alpha, der Deutschland, der Sachsen-Rundfunk und der wenn ihr den Rundfunk eventuell bitte mal wieder darum, mehr etwas zu Sachsen zu geben. Ich höre leider im Rausch immer noch keine Rundzeichen und kann auch nicht. Das war Wir sind aber immer noch bei der Nummer 9.
Delta Foxtrot 9 Alpha Papa, das kommt mir bekannt vor. Ich muss nochmal gucken, was da kommt, wenn das so ausguckt. Jawohl, genau, dich habe ich auch schon etwas mal gehört. Guten Morgen, Martin, auch gut befreundet. Ja, immer wieder gerne, kein ganz Problem. Noch eine Nummer 9, können Sie noch an Delta Oscar ziehen, leise? Dann melde ich mich mal. Delta 9 Romeo Echo Foxtrot. Ja, schön geborgt. Delta Oscar 9 Romeo Echo Foxtrot. Sag mir mein Rechner hier, der wird hier aus Bettmann. Ja, nicht ganz. Ich weiß nicht, das Rufzeichen habe ich jetzt schon seit 2005. Nicht ganz. Name René, das Ganze in der Nähe von Hamm in Westfalen. Dort ist, glaube ich, etwas weiter von Bettmann, ne? Ja, Mettmann ist jetzt, ich glaube, in der Nähe von Düsseldorf, ne? Da sind dann doch so ein paar Meter, ich bin von der Karte aus östlich von Dortmund, das Ganze so 40 Kilometer östlich von Dortmund. Ich sag hier mal so, südliches Münsterland, östliches Ruhrgebiet, nördliches Sauerland und westliches Ostwestfalen, AI. Ja. Danke, lass mich schauen. Okay, alles klar, wir nehmen uns noch 30. Sehr gut. Jawohl, 9 plus 30, kommen retour, gar kein Problem. Übertragung ist verlustfrei angekommen hier. Ich wünsche euch herzliches Glück auf und allen Stationen einen schönen Sonntag noch. Jo, aber dann ist der Nummer 9. Delta 29, das ist ein Kopfhörer, das ist ein Kopfhörer, das ist ein Kopfhörer. Ja, hier auch. Das ist ein Kopfhörer. Oh, Uhr ist letztmal schon 6 von 9. Keine 9 mehr? Okay, dann machen wir weiter mit der Nummer 0. Die WP habe ich gehört und das runter was drüber war, DK0OA, guten Morgen, John. Noch einmal, wir hatten ja wohl schon das drin. So, dann hat es hier DF0EBP, wenn ich das richtig habe. Euch beiden, Johnny und Werner, auch einen schönen Sonntag noch. So, haben wir noch eine Null? Alpha Bravo Whisky, bitte nochmal. Ja, das sehe ich ganz was, ja. Übrigens das Thema Corona, ich kann es nicht mehr hören. Ich hab's nur nicht gesagt. Ja, schönen Dank für das Bestehen und Ordnung. Ja, danke. Ich höre dann mal 30. Oh, 30. Oh, noch jemand der Null? Der letzte war Null. Sierra Uniform Lima. Lima. Entschuldigung, das ist doch schon Farbenfeld. Schönen Sonntag und dann bis Woche. Tschüss, 9 bis 20.
Okay, QRZ ist noch jemand mit Müll da. Haben wir noch eine 0, der ist Delta Lima 0, Delta November. Delta Brücke 0, Hotel, Hotel. Habe ich Walter hier stehen. Ja, schönen guten Morgen, 5 und ebenfalls Nordsee. Ja, 30 bin ich und gut. Oh, haben wir noch eine 0? Okay, keine 0 mehr, dann machen wir mal weiter mit der 1. Das ist der 0 DM. Delta Golf 1 Hotel. Delta Golf 1 Hotel Unicom Student. Morgen. Ja, 1920 geht zurück. Schönen Sonntag noch. Gut, Delta 1. Delta aus Geist, bravo, bravo, Gerra, ja, auch einen schönen Sonntag noch. USZ, Hamburg, Delta, 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 Delta Lima 1, ja, Mike, Mike, schönen guten Morgen, auch für dich, 5 und 9, plus 10, dann noch. Das ist ja nach wie vor alles in Ordnung. Ich bedanke mich für die Verlesung der Rücksprüche. Das war ja das Zimmer, wie immer, ist begrüßt, Delta Lima 1, und ja, Mike, Mike. Ja, das ist dann ja ein bisschen selber gut, wenn ich das so sehe. Aber kein Problem. Jo, Gott, wir sind da. Ja. Nein, das ist schön, was ich noch. Noch ist das der 1, ist aber eigentlich gut. Der Delta Bravo 1, 31, so, ja, morgen, ja. Ja, hier ja, auch schön, was ich noch. 5 und 9. Delta Oscar 1, 20, 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
Delta Kilo 112 Bravo, schönen Morgen, sagt der Mann, in Güterhausen, weg. Ja, 73, dir auch einen schönen Sonntag noch. Du erzählst noch jemand mit der Nummer 1, hier ist der 0DM. Delta Oscar 1, Romeo Kilo, das ist direkt nochmal auf das Kategor, oder? Aus Dortmund bitte mal. Ja, wir sind hier aus Dortmund und einen schönen Sonntag noch. Und die 73 wieder, ja. Jojo, ja, auch noch einen schönen Sonntag. Du erzählst jetzt, wir sollen etwas mit der Delta Golf 1 Hotel, mal schönen guten Morgen, sagt jemand den Hermann. Jo, dann wünsche ich dir auch einen schönen Sonntag, übrigens von Dortmund bis 10 Kilometer. Ja, schönen Tag. Das hat sich nicht interessiert, wenn ich hier sehe, wie es hat sich gesagt, dass man was für die Rinne hat man nicht rausgeschaut und da haben wir sogar 23 Grad hier oben aufgeladen. So, noch jemand mit der Nummer 1? Okay, keine Aufnahme mehr, hier ist wieder die erste Macht, aber dann mit der Nummer 2. Delta Oscar 2, Bravo, Bravo, Charlie, Jacke. Leider gut, 8, morgen, morgen. Ja, müssen einfach mal versuchen, aus dem Corona das Beste zu machen. Ich hatte gestern Abend hier auf Anwendung gefragt, wo ich muss aber sagen, es sind deutlich mehr Leute unterwegs und man kann deutlich schneller und besser mal ein schönes Gespräch auf 80 Meter führen, wie das vor Corona war, weil ganz viele Leute jetzt zu Hause sind und ganz, ganz viele Rundspieler etc. Und das ist eigentlich etwas Positives für Anwendung. Noch zwei, drei andere Sachen, aber Mund ist Corona natürlich der Internet Sport. Alles klar, Boris, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag 73. Da war noch jemand in der 2. Der ist ja immer 2, Juliet Gold. Ja, das habe ich da hier. Ja, schönen guten Morgen. 5 und 9 bis 10. Ja, schönen Gruß nach Dänemark. Ja, wow. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Jawohl. So, da war noch jemand der 2. Der da immer zweit mal aus Galisma. Da haben wir Karl-Heinz aus. Ja, West-Oberledigen. Geht ja gut, wunderbar. Sorry, bitte nochmal. Ich würde die Modulation der Ruhe anzusetzen. Lass nochmal nachfragen, weil es ist ja hier angesprochen. Sehr gerne, übrigens 9 plus 10 hier. Jawohl, okay, so, noch jemand mit der Nummer 2? Der ist ja niemals 2 November, Charlie, die für morgen, sagt man, in den Bergen aus Burgdorf. Ja, du auch, noch 9 plus 2, ist da kein Problem, heute gleich in die Ende.
Delta Kilowatt 2 Alpha Mike. Da sagt mein System Sika aus Bockhorn. Ist das korrekt? Da wird es auch. Morgen rein. Schönen Sonntag noch. So, alles klar. So, noch jemand mit der Nummer 2? Delta Golf 2 Delta Bravo. Auch bekannt wurde der Plan von Großheide. Ja, 5-9 kann ich dir auch durchgeben, geht auch rechts von deiner Seite aus. So, QRZ, noch jemand mit der Nummer 2? Delta Lima 2 Victor, Fragezeichen mit Nummer. Delta Lima 2 Victor und den Rest habe ich leider nicht. So, da war er weg. Noch jemand mit der Nummer 2? Ah, Delta Lima 2 Yank. Papa, Axel, hab ich ja. Schönen guten Morgen, 5:09. Ja, sorry, das war jetzt leider nicht aufzunehmen. Irgendwie hat da jemand, glaube ich, die Box an und musste das mal ganz gerne tun. So, naja, schauen wir mal. Okay, Herr DNQ, Yankee Papa 73, hier auch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Bestätigen. Hier ist Delta 7-0, Delta November. Okay, kannst du weiter, machen wir weiter mit der Nummer 3. Delta Bravo 3, Oscar Alpha. Schönen Sonntag, nur Z, noch jemand mit der 3 jetzt gesehen. Delta Oscar 3 Kilo Hotel, Hotel, da habe ich jetzt den Kai, ist so wichtig. Hey, jawohl, Delta 4 3 Kilo Hotel, Hotel. Ja, richtig, genau. Das System abdeckt nicht so ganz schnell. Ja, war fantastisch heute im Wochen nach mal wieder. Leider hätte man eigentlich gar keine Lust auszupuppeln, aber ja, ich glaube, es ist doch geschafft. Hier an der Clubstation. Vielen Dank für das Video. Ich bin hier, ich glaube, noch eine Stunde aufs Ohr. Schönen Sonntag noch und bis die Tage. Und wie gesagt, schick mir doch mal eine E-Mail, wenn du Lust hast, dann nehme ich mal einen Kurs auf. Alles klar, mach's gut, mein Lieben. Schönen Sonntag noch. So, haben wir noch jemanden mit der Nummer 3? Delta Oscar 3 Golf, Delta Whiskey 95, 10, 7, 6. Habe ich hier den Gerhard auf seine Berufe. Bleibt gesund, mein Lieblings. Noch immer mit der Nummer 3 hier. Delta Oscar 3, Yank, Mike, Wiss, Portable, korrekt? Ja, vor kurzem haben wir einen schönen Sonntag gemacht. So, noch immer mit der Nummer 3. Ja.
habe auch ganz schön guten Morgen. Lothar aus Spanien. Jo, hier auch, ganz im Blick, schönen Sonntag noch. Noch ein paar Quelle Kilo. Quelle Kilo, bitte nochmal. Guten Morgen, Richard in München, 5925. Ja, guten Morgen, Chef. Du sagst mir bitte nochmal deine Rufzeit. Delta Kilo, Quelle Kilo, in München. Jawohl, die Karte gibt es gerade. Guten Morgen. Ja, sonst ist es viel. Soll jemand mit der Nummer 4? Ja, dann machen wir das. Das Delta, was kann ich hier anwenden? Das ist normal. Jawohl, hier auch. Schön unter Norden. Ja, auch ganz schön schön runtergekommen. Delta von 4 Golf Bravo, korrekt? Ja, die kann ich verbreiten. So. Alpha Victor, schönen guten Morgen auch in Nordrhein-Westfalen. Delta Lima 5 Kilo Alpha Victor, hast du mich richtig aufgenommen? Delta Kilo Sierra Victor, schönen guten Morgen, Michael Antje. Alpha und Bravo,
So, ich werde jetzt machen, Oskar Alpha Hutzbauer, kann ich das mal hier aus Süd, den wir hier fassen, den habe ich auch nicht gewollt. Doch, jemand mit der Nummer 5. Delta Fox 5, Quelle Yankee. Schönen guten Morgen, Horst in Göttingen. Okay, ja, das wird irgendwie los, wenn ich jetzt wissen, was passiert. Ja, das ist ein Wort zum Team. 73, noch jemand mit der Blödsinn? Hier ist 5CL, schönen guten Morgen, da haben wir bei dir hier Bastian aus Deutschland. Ach ja, 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 okay, scheint nicht zu sein. Ja, nee, das ist jetzt wirklich wieder irgendwas, was man hier meint, ist das Box mal aufgehört. Ja, oder wie ja, was jetzt das nochmal so gemacht wird. Ja, das ist schon ein bisschen der Fox hat schon ein bisschen mal gucken, was Wolfgang aus Hildesheim kommt, dass das war. Ja, die auch 73, dort schon schwarz gewesen. So, alles klar. Noch jemand mit der Nummer 5? Ja, was kann man sagen? 19.10 kann ich durchgehen. Ja, das ist ja auch das war böse. Okay, keine 5 mehr, dann machen wir aber damit mal 6. Delta Oskar 6, Oskar, ich war aber das korrekt. Oh, Delta Lima 6 aus Berlin. Ja, schön, guten Morgen. Ja, ja, auf den Sonntag noch. Doch, ich muss jetzt mal 6. Jetzt haben wir 6 zugeschaut. Morgen ist das, was ich hier mache, wieder auf den Düsseldorf. Kann ich dir auch zugeben, mein Name ist Peter Papa Eko Sanko Eko. Ich helfe mich heute leider noch morgen ab. Ich mache das mal wieder in Köttingen. Mein eigenes Gold, Delta Gold, Alpha, Alpha. Ja, ja, Mann, ist überhaupt gar kein Problem. Man ist noch gar nicht gut, dass wir uns dann morgen machen. Ich glaube, der selbst vor, dass er bei ihm da ist. Okay, haben wir noch jemanden mit der Nummer 6? So, ihr Lieber 6 LM, man kriegt aus Kiel ab, 4, 5 und 9 und 20. Ja, okay, also heute werde ich nicht mehr. Ja, heute bin ich mit der Sonne drauf. Moin, moin. Der Delta kann ich hier tragen. Morgen, der ist voll. Ja, noch ein schönes Wort an Kurzfest, nachdem wir es mit Nummer 6 hier, 0 GS.
Okay, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, bitte, wo ist die denn? Keine Sportform. Gut, dann laden wir noch die Information 8. Ja, ja, auch Delta Lima, Delta Bravo, Victor. Oh, da kommt 8 und da wird so gekommen. So, ja, auch 30 Lima, da war noch eine 8 Delta Lima. Delta Quark, Delta Bravo, Victor, morgen 8 Uhr, morgen, morgen überreicht. Ja, hallo Herbert. Jo, mach's gut, weiß ich. Da war noch eine 8. Ja, Oskar Zalis kommt gleich an Delta Delta 8, Oskar Kio kann ich hier aufnehmen. Ja, ja auch, das ist auch so stehen. So, jetzt bitte 8, Oskar Zalis nochmal. So, die wir haben uns hier im Spiel, fand ich ja ganz gesagt. Wenn man nur herzlich und das oder was geht los. So, mach's gut, 73. So, dann mach, glaube ich, noch mal 8. Noch jemand mit der Nummer 8? Delta Bravo 8, Hotel Oscar, die kommt auf Stahlarzt. Das ist jetzt wichtig. Ja, da kann ich nicht so gehen. Schön Sonntag noch. Da war noch eine 8 runter. Delta Oscar 8. Oh, was ist weg? Ja, was kann man sagen? Für mich auch 5 und 9. Hat noch jemand mit der Nummer 8? Delta Oscar, bis. Uniform, war das korrekt? Jo, runter, runter, Delta Bravo 8, okay. Oh, mach ich auch. Ja, kann ich halt nicht das. Okay, noch jemand mit der Nummer 8? Delta Golf 8, Bravo Charlie Hotel, habt ihr mit? Jawohl, schön geworden, kurz. Ja, ich muss leider ein bisschen zur Entfernung seit jetzt. Ja, die auch 73, schön, sondern noch. Noch eine Nummer 8.